Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Tiger Ghost. Was geht's, Lordinge hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit wieder herzlich willkommen. Im Hintergrund habt ihr gerade gesehen, dass wir direkt mal Orks dann abgeben haben und die PQ schon gemacht haben. Dort war gerade das Purpur-Ebenholzkasten-Event, wo wir gefarmt haben. Da haben wir auf jeden Fall die ein oder andere Purpur, also den Ebenholzkasten, mitnehmen können. Ihr habt gerade noch gesehen am Anfang, dass im Kommentar geschrieben wurde, dass ich manchmal einfach viel zu viele Sachen spoiler. Ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen zu reduzieren. Ich habe das gar nicht bemerkt, da ich das überhaupt gemacht habe. Erst, wo mir das jemand gesagt hat. Danke dafür auf jeden Fall. Genau. Die Puppe-Emolz-Kästen sind immer losgeworden für 7,7 KKK. Das war einfach ganz nice. Das war nochmal insgesamt knapp 80 KK aufgerundet, was wir machen konnten. Das war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ihr seht auch gerade, wie wir den Shop gerade wieder ein bisschen befüllen. Wir haben da auch gerade sogar 66 KK drin. Also unser Yang-Stand geht stetig nach oben, was ich sehr nice finde. Es wird jetzt übrigens eine kleine Änderung geben hier bei YouTube. Dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag ein Video hochlade, weil das doch schon ein bisschen viel ist. Das heißt, ein Content für jeden Tag ein Video zusammen. Ich will euch natürlich ja auch ein bisschen angenehmeren Content bieten können, als jetzt hier permanent ich farm nur Map 2 und so eine Kacke. Na, deshalb kommt jeden zweiten oder dritten Tag ein Video, damit ich euch auch schon mal ein bisschen besseres Content bieten kann. So, hier im Hintergrund seht ihr gerade, dass wir den LPP versuchen zu uppen. Plus 7 ist er gegangen. Geht er plus 8? Leider nein. Sehr schade. Dann schauen wir mal, ob er wieder auf 7 geht. Yes. Und plus 8? Ah ja, natürlich. Ganz gechillt auf plus 8 gezogen, casual. Und hier versuchen wir es auch auf 9. Leider gefailt. Hätte ja klappen können. No, und dann haben wir gedacht, komm. Muss wieder plus 8. Ist auch plus 8. Da haben wir sie auch erstmal wieder plus 8 gelassen. Hast plus 3 haben wir ja schon drin gehabt. Haben wir noch ein Ausweichen 3 reingehauen. Und passt. Hier seht ihr jetzt gerade, dass wir anfangen, unsere Quartz-Chars hochzuziehen. Da haben wir den ersten und jetzt auch den zweiten Quartz-Char schon auf 30 gezogen. Weiter gemacht mit den Quartz-Chars habe ich bisher noch nicht. Wir müssen da nochmal zwei weitere. Also einer ist schon Level 27 und den anderen müssen wir noch leveln. Und erster Orkzahn hat geklappt. Finally. Nach 4 Tagen abgehen, das erste Mal Orkzahn geklappt. Ich kann es nicht glauben. Hier haben wir tatsächlich einen Hassbus viel gedroppt. Ich habe mich gefreut wie so ein kleines Kind bei dem Hassbus. Ich dachte, oh, Hassbus 4, geil, 10 KK easy. Ja, ein Scheiß. Werdet ihr am Ende sehen. Das ist doch nicht so viel wert. Genau, hier war auch gerade Adder Event. Da haben wir uns gedacht, ey, wir haben Ibis 9 blank. Kommt, dann farmen wir jetzt mal ein paar Adder. Und hoffen, dass wir die gegebenenfalls in unsere Ebenholzohrringe einfügen können. Damit wir schon mal 4 Bonis haben. Und dann, wenn irgendwie Event ist mit Segenskugeln oder sowas, solche Moni-Event, dass wir die genau farmen können. Eine Segenskugel. Wenn dann irgendwann ein Switcher-Event ist, dass wir Switcher farmen können. So, dass wir sozusagen Free-to-Play dann die Eevees bonieren. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Wir haben gesehen, dass 3 Bonis geklappt haben. Einer hat leider gefailt. Da haben wir dann auch wieder einen Boni gedroppt. Und schauen mal, klappt da? Ja, hat geklappt. Da haben wir jetzt die 4 Bonis drin. Also unser nächstes Ziel ist dann halt tatsächlich, Segenskugeln zu besorgen, dass wir halt den 5. Boni adden können. Jedenfalls auch in den LPP. Hier haben wir schon mal ein paar Fischertruhen aufgemacht. Aber es war ja auch vor kurzem das Fischpuzzle-Event. In der Hoffnung auf vielleicht einen Switcher sogar schon. Wir haben dann eine Heldenmedaille gezogen. Genau, hier haben wir wieder Yang im Shop gehabt. Das haben wir auch direkt wieder mitgenommen. Da haben wir auch wieder eine Aura gedroppt. Also tatsächlich, wir droppen relativ echt lucky an FBs. Die Aufnahmen, die ihr jetzt seht, kamen aus dem Livestream direkt. Wie viel Uhr hatten wir da? Boah, ich weiß es nicht, das war ganz früh. 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens habe ich da gestreamt.
Und tatsächlich, morgens, also um die Uhrzeit, kann man echt richtig angenehm farmen. So, hier haben wir wieder ein LPP-9-Try. Oh, klappt's oder klappt's nicht? Leider wieder gefailt. Schade, schade. So, wieder auf 8. Schauen wir mal. Auch gefailt. Da haben wir so plus 6 erstmal auf jeden Fall gelassen. Hier seht ihr gerade, wie wir unseren Shop wieder befüllen. Genau. So, wir nähern uns jetzt auch dem Ende des Videos. Genau, wie gesagt, nicht mehr jeden Tag ein Video. Jeden zweiten, dritten Tag ein Video, weil, wie gesagt, ich will euch nicht permanent nur mit dummen Content zuwerfen von Map 2. Ich meine, ihr werdet trotzdem noch im Progress von mir sehen. Da versuche ich mein Bestes zu. So, das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Abo und ein Like da lassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Haut raus, euer SlowDMG.